Läuft. Sag mal bitte Action. Also, Action. Run. Also echt cool. Ja, sehr cool. Also, willkommen bei der nächsten Runde Jetzt Film bin ich mal Talks. dran. So, stopp. Doch? Willkommen bei der nächsten Runde von Film Talks. Kai sitzt da drüben. Kaya sitzt hier. Nein, Soll ich jetzt nein, sagen? Oder wie? nein. Ich Jetzt hast du sage es einfach in die durcheinander Mitte. gebracht. Passt das schon? Einfach Genau. in die Mitte. Dann. Ja, mit Ich habe das schon. Kaya und Kai. Achso, das war jetzt schon alles. Da muss ich ja gar Natürlich. nichts mehr sagen. Nein. Was wollen wir denn heute Schönes besprechen? Und zwar, Das soll ich darfst die du Katze aus dem Sack lassen? unbedingt. Du leitest Okay, ich leite ein. Also, ein. wir sprechen heute über eine Filmbewegung, über ein Manifest, und zwar Dogma 95, eine europäische Filmbewegung, zu der Kai ja gleich ein bisschen was erzählen will und kann. Und zwar über Manifeste. Wir könnten wir so über Manifeste sprechen. Ich finde, vielleicht die erste Frage: Hast du schon mal ein Manifest aufgesetzt für irgendwas, für deine Texte, für Ja, dich? habe ich. Aber nicht Okay. für meine Texte, sondern für meine Eltern. Oh. In Ja, welchem das habe ich auch Film? an die Wand genagelt damals. Hat nicht funktioniert, ja, aber Als du 2 warst oder 3 oder ich was? hatte, glaube ich, 5 Punkte. Das war das Manifest für die Wohnung. Aber meine Eltern haben sich das durchgelesen, angehört von mir und so. Aber sie fanden es auch toll. Wie alt? Und was stand da drauf? Schokolade jeden Tag oder wie? Nein, nein, nicht irgendwie sowas, wie man halt miteinander umgeht und so halt, weißt du, das war mein Manifest, aber ich hatte ganz schlechte Erfahrungen damit. Ja, und wie alt warst du da? Da war ich schon älter, 21, so 20, 21. Das ist ja Aber interessant. das ist ein anderes Ja, aber es Manifest. ist total interessant. Ich bin völlig fasziniert. Also, ich finde Manifeste total spannend. Die gibt es in der Kunst, gibt es auch in der Politik, im Kommunismus, das surrealistische Manifest und so weiter. Für Leute, was ich immer schon gemerkt habe, weil ich das schon öfter mal thematisiert habe, die sich damit nicht beschäftigt haben, manche wissen gar nicht, was ein Manifest ist. Das ist eben eine Festlegung, eine Regelung, unter der man sich versammelt und nach der man irgendetwas macht. Meinetwegen den Umgang mit den Eltern oder Kunst oder Malerei oder Filme oder Politik oder Gesellschaft, was auch immer. Und genau. Ich bin auch übrigens gerade daran überlegen, ich habe versucht, auch jetzt so ein kleines Manifest zu meiner Malerei mal zu machen. Was wären denn so Standpunkte? Und da bin ich tatsächlich schon ein bisschen länger dabei und das ist ja so ein halbes Manifest. Genau, aber wir sprechen ja heute über das Dogma-Manifest von 1995, wo sich europäische Filmemacher zusammengesetzt haben. Weißt du, sind primär nordeuropäische, kommen die alle aus einem Land, das weiß ich gar nicht. Also Immer so, ich bin ja kein Dogma-Fachmann und so, aber diese Menschen streifen einen natürlich. ja. Und das Manifest wurde ja von Lars von Trier und von Herrn Winterberg und Das sind die die beiden was von bekanntesten. den Levring und Krak Jacobson. Also 4 Personen haben dieses Manifest erstellt. Ja, über das Manifest werden wir nachher noch detailliert reden. Und die haben halt das 95 erstellt, aber richtig den Durchbruch hatten die erst dann 1998. Da lief das Fest von Winterberg und die Idioten, die liefen in Cannes. Und das war damals voll der Hype. Die haben ja dann wirklich so eine Lawine ausgelöst. Okay, ey, wir müssen gar nicht so viel Geld haben, um einen Film zu machen. Darum ging es eigentlich letztendlich. Ja, das waren halt Jungs, die hatten nicht so viel Geld. Und dann haben sie sehr vernünftig sich überlegt, wie können wir Projekte in die Welt bringen und wie schaffen wir es, dass man diese Projekte halt an größeren Publikum, weil die Geschichten waren ja schon super. Die Geschichten waren sehr interessant. Und die haben halt ein Manifest erstellt,
wonach sie quasi sich so Regeln aufgelegt haben. Und dann haben sie sich aber auch nicht selber jedes Mal daran gehalten. Wie es immer ist, auch beim kommunistischen Manifest. Ich weiß nicht, bring mal nicht den Kommunismus an, dort hier ist vieles. Naja, Manifeste sind halt Kommunismus Regeln, auch. oder nehmen wir doch einfach mal die 10 Gebote, Ja, das die ja auch Regeln Manifest, sind. Dogma-Manifest hat auch 10 Punkte. Also das wird schon eine Anspielung da sein und so halt. Ne? Vielleicht, Gott, vielleicht ist das sogar eine Kritik Naja, und vor mit 10 allem wollte ich das Punkten. auch mit Ja, also das. die Christen im Mann, die alle 10 Gebote halten. Das wollte ich damit sagen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ja, Aber das ist eine versteckte Kritik, verstehst du? eine filmische Umsetzung der 10 Gebote. Was ich als Punkt noch interessant finde, was ist mir auch erst später aufgefallen ist, dass so ein Manifest und hier ganz besonders, neben dem, was du alles gesagt hast, dass sie hier eine bestimmte Art von Film machen, auch eine günstigere Art, dass es auch eine wahnsinnig kluge Werbung ist. Wenn man irgendetwas einen Stempel gibt, Ah. ein Siegel, kann man das natürlich total verkaufen. Und du hast ja recht, es war um das Jahr 2000 rum ein totaler Hype um diese Filme, um diese Haltung. Und die war überall in den Medien, auch nicht nur in Fachmedien, in sehr speziellen Nerdmedien, sondern das war einfach ein Hype. Und man muss auch sagen, es gibt kein Ende. Man kann auch heute, es werden auch heute Filme unter diesen, vielleicht wird gerade irgendwo wieder ein Dogma-Film gedreht, weil dieses Manifest existiert ja noch. Man kann Filme machen und es gibt auch viele, viele dazu. Wer zertifiziert das? Also gibt es da ein Büro oder weißt du irgendwas? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass diese, das kann ich vielleicht mal. Lars von Trier und dann schickt er ein Zertifikat rüber oder wie? Ich denke, wir müssten mal Lars von Trier tatsächlich fragen, wie man an so ein Zertifikat, jetzt müsste man es sehen, kommt. Dann ist der Film tatsächlich zertifiziert. Ja, du siehst es auch, ne? Ja, total. Genau. Also die 4 Menschen, die das halt in die Welt gesetzt haben, sind auch dort. Die müssen alle unterschreiben anscheinend. Also ich denke, das ist, es ist sehr, sehr spannend. Spannend finde ich, ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Menge Spaß dabei. Aber es ist total, die nehmen sich total ernst. Irgendwo ist ein Augenzwinkern dabei und andererseits ist das eine totale Werbemaschine. Wir können auch wieder rausgehen. Ich wollte das nochmal zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie man an so ein Zertifikat kommt, ob man da auch heute noch drankommt. Oder ob man sagt, ich mache einfach, wir können es ja anbieten. Wir können uns dann die Filme angucken. Ja, aber Dogma 95 ist Dogma 95 und es ist nicht Vielleicht sollten wir aber auch ein Manifest, mal 2021. naja, aber vielleicht ein Manifest für Filmtalks. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir kommen ja gleich zu den Punkten, dass so wie wir hier arbeiten, das hat viel von Dogma 95, oder? Also Kelly, wirklich. Also wenn wir Ich mache hier keine ein Filmmusik. Manifest aufstellen, dann vielleicht über ein Pfannkuchenrezept. Ja? Pfannkuchen ist nur dann ein Pfannkuchen, wenn das und das und das und das drin ist. Und wer noch andere Zutaten da reinpackt, die da nicht reingehören, Das ist und kein Pfannkuchen. wer Geschmacksverstärker reinpackt, das ist kein Dogma mehr. Also das kann man auch nicht Dogma nennen, sondern Pfannkuchen Pfannkuchen. 21. Irgendwie müssen wir einen gescheiten Namen finden für. Ja, also das kann ja wirklich jeder, ne? Und ziemlich schnell. Aber die Jungs hier, Lars von Trier und Thomas Winterberg, die anderen weiß ich wirklich, die habe ich gar Die sind mir auch, also Lars von Trier und Thomas Winterberg, nicht. Das sind ja Winterberg. renommierte, weltweit anerkannte Regisseure. Genau. Also Winterberg hat gerade den Oscar gekriegt. Ich habe ihn auch im Film von ihm auf der Berlinale gesehen. Und er hat auch dann ganz andere Filme gemacht. Das muss man sagen. Er hat nach Das Fest wirklich ganz, ganz andere Filme gemacht. Und hier wird das sogar als Keuschheitsgelübde bezeichnet. Was ja in Ordnung ist, Kai, weil Film ist ja immer Entwicklung. Ja, es ist ja nie Stillstand. Da kann ja, ich meine, die Jungs haben das auch ein bisschen natürlich
Es ist ernst und es ist aber auch gleichzeitig, ist es Satire? Das ist meine große Frage. Das wäre eigentlich meine Hauptfrage. Man nimmt ja, nee, weißt du, das ist ja sogar rebellisch. Die haben ja dieses ganze Hollywood-Kino aus den Angeln gehoben dadurch, weil es war immer mehr pompöser und so, ja, was wir auch erlebt haben. Die Projekte wurden immer größer und gigantischer und so halt, ne? Und die haben halt gezeigt, ey, wir haben nur einen Bruchteil eures Budgets, wir machen bessere Geschichten als ihr. Und ich glaube, das ist etwas, was, also die vier, da müssen wir einen Titel finden, so weißt du, so die vier Rebellen gegen was weiß ich wen. Ja, aber weil sie sich dem Ganzen einen Stempel gegeben haben, einen Ja, Namen auch gegeben haben. sie waren eine Gruppe, weißt du, das ist ja natürlich, also wenn die, zwei Leute sind noch keine Gruppe, deswegen können wir kein Manifest. Wieso das denn nicht? Zwei Leute sind, tut mir leid, erst ab drei Leuten bist du eine unerlaubte Demo und erst ab drei Leuten bist du, kannst du auch ein Manifest erstellen. Ja, aber Manifest, nein, 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 Manifest kannst du auch alleine erstellen. Bei dem Surrealisten war das André Breton, ein total abgefahrenes, ewig langes Manifest. Und der hat immer entschieden, ob jemand Surrealist ist oder nicht. Und wenn einer sich nicht benommen hat wie ein Surrealist, zum Beispiel Dali oder ähnliche, dann hat er den auch rausgeschmissen. So ähnlich wie es die katholische Kirche auch macht. Wenn sich da einer nicht entsprechend benimmt als Pastor, wird er rausgeschmissen. Die katholische, dieses Bashing mit der katholischen Kirche. Ich verstehe das, lasst doch mal die Kirche in Ruhe. Ja, ich bin ja auch, erst darf ich nicht über den Kommunismus sprechen, dann darf ich nicht über die Kirche sprechen, jetzt darf ich wahrscheinlich nicht mal über die Surrealisten sprechen. Aber Doch. da hat es einer geschrieben, André Breton. Okay. Also kann ich auch ein Manifest schreiben über Filmtalks Berlin, damit es überhaupt Filmtalks ist, was muss sein? Nee, du Wenn kannst kein die Jacke Manifest. dort nicht hängt bei dir, dann ist es, nee, da? Nee, wo ist sie denn? Da, dann. Ist es nicht Das ist nicht Filmtalks mehr Berlin? witzig, Kai. Das ist nicht mehr witzig. Ja? Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Ja, wollen wir mal zu den 10 Punkten gehen und vielleicht auch mal kurz darüber sprechen und was denn das überhaupt, Unbedingt. Das ist voll interessant das jetzt. ist sehr, sehr interessant. Ich habe es hier nochmal hier und ich habe es nochmal hübscher rausgesucht, die 10 Gebote, wie auch immer. Ja. Gehen wir einfach Gehen durch. wir einfach durch. Machst du oder ich? Ich mache eins, dann machst du das nächste. Okay. Als Drehorte kommen ausschließlich Originalschauplätze in Frage. Requisiten dürfen nicht herbeigeschafft werden. Ja, das ist natürlich eine Unverschämtheit, weil das die völlige Ablehnung des Szenenbildes ist. Und Ich habe auch gedacht, so, oh, die Requisiteure und so, das wird dir nicht gefallen. nein, das gefällt auch den Szenenbildnern nicht. Wenn Originalschauplätze, an denen nichts gemacht werden dürfen und nichts verändert werden, dann fällt die ganze Berufsgruppe des Art Departments weg. Und Ja, gut, das. das betrifft ja nur dich jetzt, weißt du? Also da können wir ja mal getrost drüber hinwegsehen. Das, Und danke. die Sache ist doch, Originalschauplätze sind doch eine super Angelegenheit. Ja, aber man kann die ja bearbeiten. Man bearbeitet die, man verändert die, man stellt da was hin, man. Ja, wieso, wenn du in einer Villa drehen willst, so Ja. wie im Film nachher, was wir sehen werden. Wenn du in einer Villa drehen willst, gehst du und guckst dir die Villa an. Und dann hast du, wenn man die mieten kann, für einen gewissen Zeitraum, dann hast du alles dort, hast du die Menschen dort. Das ist doch viel, also für mich, ich sag mal als Regisseur, wäre das viel angenehmer zu gucken, was mache ich mit diesem Raum? Was mache ich mit den Menschen? Wie interagieren sie in dem Raum, als wenn ich in einem Studio bin, wo ich sage, nimm mal die Wand weg, dann drehen wir von da und da, kommst du von da, nimm mal die Wand weg. Das Ja. hat alles seine Vor- und Nachteile, ist mir klar. Ja, aber ich Aber finde, das, ich die Requisiten würde ich sagen, naja, komm. Das, was ihr da überall da, was ihr da auf den Tellern habt, auf den Tischen habt und. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du da im Küchenschrank das gefunden hast oder was? Weißt du, das ist halt, da ist bestimmt ein Hinweis am Ende des Films,
Okay, Leute, wir haben doch Teller und Gabeln haben wir herbeigeschafft. So. Ja, was ich dann, weil wie du es gerade beschrieben hast, wenn man mit dem Ort, wie er dort ist und ihn auch nicht verändert, es gibt ja nicht nur den Studiobau, das ist ganz entscheidend auf der einen Seite und auf der anderen Seite die fertige Location, sondern genau das, was du sagst, man nimmt diese eine Villa und jetzt meist mal ganz profan, man schiebt den Tisch an eine andere Stelle oder man macht, wo nur vier Stühle dran sind, sechs Stühle oder nur einen oder man hängt eine andere Lampe auf oder man verändert, wenn man jetzt weitergeht, vielleicht die Farben und so weiter. Oder die Villa spielt nicht in der heutigen Zeit, sondern der Film spielt in den 20ern und so weiter. Da muss man natürlich noch mehr verändern oder in der Zukunft. Also man arbeitet mit den Räumen. Wenn man das nicht macht, man sagt, da ist ein Tisch, der steht an der Stelle und der ist rund und der hat vier Stühle und diese Stühle sind hellbraun und man nimmt das genauso, wie es ist, dann muss natürlich das Drehbuch sich auch verändern. Das sage ich auch immer, das habe ich auch schon öfter gemacht, dass durch die Location, die man nimmt und die man nur wenig verändert, wobei man verändert sie meiner Meinung nach immer, weil man irgendwas nur anfängt an die Seite zu schieben. Schon wenn man deine Jacke da hinten wegnimmt oder die Bücher anders sortiert oder dann ändert sich das Bild, man arbeitet mit der Location. Aber da muss man das Drehbuch auch verändern. Dann muss plötzlich die Person andere sein oder sie an anderen Stellen oder anders reden oder sich anders verhalten oder sich woanders hinsetzen, als es vielleicht im Drehbuch gedacht ist. Jo, Zweitens, Musik kann im Film vorkommen, zum Beispiel als Spiel einer Band, darf aber nicht nachträglich eingespielt werden. Ja, da kannst du ja vielleicht so erzählen, wir haben ja schon mal einen Film gemacht, wo du dann, glaube ich, auch komplett auf die Musik verzichtet hast, wenn ich mich recht erinnere. ja, Oder? das ist richtig. Aber vergiss mal den Film, also mein, sondern Musik. Was für eine Funktion hat denn Musik im Film? Ja, also die haben total recht, weil Musik, wenn du es live quasi im Bild siehst und die Leute machen Musik, ist das was Herrliches. Ja? So eine Jazzband oder so, und dann siehst du so. Ja, aber wenn du einen Mann von links nach rechts, der läuft nur von links nach rechts, und dann hast du Musik drauf. Ja, Musik ist eine ganz, ich sag mal, billige Form, Emotionen zu transportieren. Ja? Naja, ob es eine billige ist, Naja, es ist im es ist eine Film, Form, ja. wenn man es im Film benutzt, mittlerweile denke ich einfach so, es ist eine ganz einfache Form, ich sag mal, billig nehme ich mal zurück, es ist eine ganz einfache Form, Emotionen zu erzeugen. Ja, da ist dann plötzlich so die Bratsche und der Mann geht nur von links nach rechts. Es wird immer lauter und so, ja, und dann macht er nur die Tür auf und geht in seine Wohnung rein, ja. Und damit kannst du halt irgendwas erzeugen, was gar nicht da ist. Aber Also das das ist ja Film, das ist ja Filmkunst. naja, aber Musik ist dann, ich muss dann doch sagen, die einfachere Art und Weise, Emotionen zu erzeugen, weil wir Musik sehr, also wir schwingen halt mit, ne? Und wenn wir dunkle Töne hören, dann haben wir Angst. Und wenn wir irgendwas Erquickendes hören, dann freuen wir uns. Nur das ist eine einfache, also billig, ich komme mal wieder auf billig, ich weiß nicht warum. Das ist so eine Manipulation des Zuschauers. Es ist eigentlich eine unerlaubte Manipulation. Nein, das ist Eine unerlaubte eine Manipulation. unerlaubte. Ja, der Zuschauer wird emotional bearbeitet, ohne dass er es mitkriegt. Und das ist mir echt zu billig. Ich sag's nochmal. Also, ich sage ja immer, Film ist von vorne bis hinten, und das meine ich sehr, sehr positiv, Lüge. Und man lügt ganze Zeit und soll richtig lügen. Und hier wird das natürlich, wie du sagst, als Manipulation kritisiert. Und wir sollten vielleicht mal einen Film-Talk machen, ist ja auch die Idee. Könnt ihr gerne in die Kommentare runterschreiben, dass wir auch mal jemanden einladen und jemanden als Gast dazu holen. Vielleicht sollten wir mal einen Filmmusiker einladen. Den einen oder anderen fällt mir da schon ein. Und der mit uns drüber spricht, wie billig er denn seinen Beruf findet. Das finde ich Ja, sehr gut, interessant. okay. Also, wenn du jetzt mit Filmmusiker kommst, klar, die werden, was sollen sie denn sagen, bitteschön? Sollen sagen, du hast recht, das ist unerlaubte, emotionale Übergreif, also, es ist ein unerlaubtes emotionales Übergreifen. Ja? Und
Denk mal nochmal drüber nach, Kai. Ich finde das wirklich sehr interessant. Musik ist schön im Film, klar. Ja. Aber es erzeugt Emotionen, die das Bild gar nicht schafft hinzukriegen. Aber vielleicht ist ja das, was du mit Lüge nennst, ist es ja vielleicht dann auch dazu da, letztendlich. Ja, Aber aber die Lüge ist, das Lüge zu nennen, das ist natürlich eine also eine Provokation Illusion. oder Zuspitzung. Sagen wir mal eine Illusion, das Ja, ist besser. Film ist Illusion. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 3. Das ist ja sehr spannend. Das müssen wir vielleicht auch ein bisschen technisch erklären für jemanden, der das nicht genau weiß, worum es sich Na, hau dreht. rein. Leg los. Du bist dran, oder? Okay. Also zur Aufnahme dürfen ausschließlich Handkameras verwendet werden. Handkameras, das bedeutet, du hast kein Stativ, du darfst nicht auf Schienen die Kamera bewegen und der Kameramann hat die Kamera entweder auf der Schulter oder in der Hand. Ja, also habe ich ja gesagt, kein Stativ, kein irgendwelche anderen Mittel, wo er die Ein Kamera. Dolly, also nicht fahren auf. Genau. Und naja, ich weiß nicht. Also ich weiß noch, wo ich im Kino war und Breaking the Waves von Lars von Trier, der halt so voll gelobt wurde, mich da rein und hat mir das angeguckt. Und damals, wann war das? Davor. 98, 97, 98 war das. Ja. Damals war das, waren unsere Sehgewohnheiten, sage ich mal, noch nicht so, wie soll ich das sagen? Ja, aber Sehgewohnheiten Waren ist. noch nicht so versaut. Ja, also die waren noch nicht so zerstört. Also ich war so, dass ich lange Einstellungen oder gutes Schnitt, Schuss, Gegenschuss, sowas halt. Kein Achsensprung, das müssen wir wahrscheinlich in einem separaten Video. Das müssen wir dann nochmal erklären, was das ist. Und also nichts, was im Bild stört. Die Kamera sollte nicht sichtbar sein. Und wenn du natürlich eine Handkamera hast, die wackelt, Spürst die Kamera. die zoomt rein, im Bild plötzlich reinzoomen auf den Schauspieler oder rauszoomen plötzlich. Ja, das sind. Handkamera bedeutet halt auch meiner Meinung nach solche Aktionen des Kameramanns, der halt selber dann wahrscheinlich auch selbstständig entscheidet, oh, jetzt fahre ich ran, oh, jetzt beobachte ich irgendwas, jetzt gehe ich raus. Ja, also das ist auf jeden Fall interessant. Aber als ich Breaking the Waves gesehen habe, war ich total fertig nach dem Film. Der hatte eine sehr gute Story, aber ich habe gesagt so, ey, nee, ich habe keinen Bock auf so eine Kamera. Und das hat sich durchgesetzt. Ja, natürlich, aber es gibt. Kamerafilm hat sich durchgesetzt. Ja, danach waren die Bilder so Jump Cuts und so, war überhaupt kein Thema mehr. Jump Cuts ist, das war vorher, gab es das im Film nicht. Ja. Ja, allerdings muss man ja sagen, dass wenn man jetzt einen großen Hollywood oder auch einen asiatischen Film oder was auch immer sieht, da wird die Kamera schon sehr, also. Klar, es gibt Jump Cuts, es gibt viel mehr, es gibt auch diese ganzen Drohnengeschichten jetzt, aber dass die Handkamera, dieses sehr bewegliche, das kennt man eher aus dokumentarischen, finde ich, Bereichen, aus Reportagen oder aus Berichten aus Kriegsgebieten oder irgendetwas, wo es vor allem ausschließlich diese Handkamera ist. Ja, das ist jetzt nicht so, dass sich das durchgesetzt hat. Das ist Ja. ja nur ein Punkt auf diesem Manifest. Genau. Und hier nochmal, man muss es nochmal deutlich sagen. Aufnahmen dürfen ausschließlich mit Handkamera, also es darf nur die Handkamera eingesetzt werden, was schon eine wahnsinnige Einschränkung ist, wenn man ruhige Aufnahmen, eben statische Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, das geht dann eben sehr, es sieht sehr anders aus. Okay, Punkt 4. Kai, ganz kurz. Wir müssen ja ein bisschen durchziehen, ich wundere Wir mich, sind dass in die. der 21. Minute Ja. und also durchziehen will ich das jetzt auch nicht. Okay. Und ich würde einfach sagen, dass wir ein längeres Video machen und Oder wir machen einfach einen zweiten Teil und gehen jetzt bis Punkt 5, wäre mein Vorschlag. okay, gut. Und machen dann wir wollen ja auch noch einen Ausschnitt zeigen. Und machen das einfach ein zweites Video mit nochmal gleich
nochmal 20 Minuten. Nee, ich würde sagen, wir unterbrechen das jetzt nicht. Wir gehen jetzt weiter, weil wir in der Ja. Materie drin sind. Ich Ja. glaube, jetzt, wenn es okay ist, lass uns einfach weitermachen. Und dann Okay. wird es länger und die Menschen, die sich das anschauen wollen, die können ja dann unterbrechen und dann nächstes Mal Oder weitergucken. vorspulen oder so. Nein, das muss ja, Skippen. das ist, Vorsprung geht gar nicht, weil dann verpassen sie ja ganz viel. Ja, das geht natürlich auch gar nicht bei Dogma. Und es gibt jetzt tatsächlich viele Leute, die Filme in einer größeren Geschwindigkeit sehen. Das würde mich auch mal interessieren. Bitte in die Kommentare, ob jemand schon mal unsere Videos mit. Da musste ich ja irgendwie viel, viel schneller sprechen. Na egal. So, wo waren wir? Punkt 4. Die Aufnahmen erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Also erstmal grundsätzlich in Farbe, keine schwarz-weiß oder monochromen Bilder, wie es ja auch heute noch viel gemacht wird. Das fällt völlig weg. Und ja, künstliche Beleuchtung muss man, das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar, wie entscheidend mit künstlicher Beleuchtung, mit Lichtsetzung, auch die im Off ist, also nicht im Bild zu sehen ist, filmisch erzählt wird. Also eigentlich ist in nahezu jeder Aufnahme wenigstens Reflektoren, Scheinwerfer und so weiter. In Innenaufnahmen wieso normalerweise. Es gibt auch andere Beispiele. Barry Lyndon ist schon ein Beispiel, wo mit Kerzenlicht, Originallichtern gearbeitet wurde. Aber das sind Ausnahmen. Normalerweise wird Licht gesetzt. Das ist das Wort gesetzt. Okay, die Aufnahme erfolgt in Farbe. Künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Also juristisch gesehen ist nicht akzeptabel, heißt für mich, kannst du machen. Aber wenn nicht, dann ist okay. Ja? Ob die das So. so gemeint haben? Natürlich, weil da haben sie sich ein Schlupfloch noch gelassen. Ja, das Schöne ist, dass Aber man das auch. künstliche Beleuchtung ist nicht akzeptabel. Das hat. Also meiner Meinung nach war das eine ganz praktische Entscheidung, das mit reinzunehmen, weil im Film ist die meiste Zeit geht drauf für die Lichtsetzung. Ja, dann wird geprobt, dann weiß man, wo die Schauspieler stehen und wo sie langlaufen etc. Und die Oberbeleuchter mit dem Kameramann zusammen, also der Kameramann entscheidet halt, wie das Licht dann sein soll. Und der sagt dem Oberbeleuchter, hey, ich möchte hier die Lampe und hier muss ein kleiner das Highlight auf dem Kopf sein. Und das braucht er eigentlich nicht zu sagen, weil Profis machen das gleich. Aber er justiert das nochmal fein und dann gehen alle weg. Ja? Und dann machen die Leute von der Beleuchtung, bauen alle Stative auf oder setzen halt das Licht. Und dann checkt der Kameramann das nochmal und erst wenn der sagt, ist okay, wird das Team gerufen und dann kommen die Schauspieler rein. Also das war eine sehr, sehr große Erleichterung für die, wollte ich damit sagen. Ja, Zeitliche super, super Einsparnis. aber wie gesagt, wenn gar kein Licht gesetzt wird, sehen die, also auch die Bildtiefe, die Bildatmosphäre, das ist, man kann ja halt zu diesen ganzen Punkten sagen, dass man eine andere Kamera einsetzt, wie zur Musik und so weiter. Das sind ja künstlerische, erzählerische Ebenen des Films, die hier einfach weggenommen werden. Man darf also, das wäre wie im Orchester, man darf keine Geige und keine Trompete benutzen oder irgendwie so. Also es werden Elemente rausgenommen, die eigentlich erzählerische Möglichkeiten geben. Manchmal mehr, manchmal weniger, ist natürlich klar, spielt das mehr draußen, spielt das mehr drinnen, ist es historisch und wie weiter. Hier wird eine filmische Erzählmöglichkeit nach der anderen eliminiert. Das ist so, wie wenn ich malen dürfte und du würdest sagen, okay, du darfst kein Rot benutzen, du darfst keinen Bleistift benutzen, du darfst keinen Pinsel benutzen und du darfst keine Sprühfarbe benutzen. Dann gibt es noch immer andere Sachen, aber dann fehlen mir ja schon mal ganz, ganz viele und dann kann man immer mehr wegnehmen. Ja, aber es ist nicht gesagt, dass du dann plötzlich mit Material arbeitest, was du nie benutzt hättest. Genau. Und Naja. dann entsteht was Neues. Also Klar, das ist die Reduktion. Die Reduktion ist nicht unbedingt schlecht.
Nein, das meine ich auch nicht. Da hast du durchaus recht. Das hatten wir auch schon mal kurz mit dieser Reduktion, was bei Low-Budget-Filmen ja auch ist. Wenn man sagt, wir haben nur 4 Drehtage für einen Kurzfilm oder für einen Langfilm, nur 20 Drehtage, wir können nur in Berlin und Brandenburg drehen und so weiter. Das sind ja auch alles Reduktionen. Oder wir können nur das und das machen. Dadurch entsteht natürlich ein Druck und dadurch entsteht natürlich eine Kreativität oft. Das Gleiche kann man auch, wie wenn ich ein Bild, das muss nächste Woche fertig sein. Und zwar am Mittwoch um 14 Uhr und nicht keine Minute später. Das ist natürlich sofort ein Druck, dadurch kann was entstehen. Aber es schränkt natürlich auch total ein. Es schränkt in der Freiheit total ein. Ich finde das sehr, sehr spannend. Nächster Ja. Punkt. Du bist dran. 5. Spezialeffekte und Filter sind verboten. Ja. Leg du mal los. Ich würde nur kurz sagen, Special Effects, also vielleicht mal das als Unterschied, weil ich das auch merke, dass meine Studenten auf den Unterschied gar nicht wissen, wenn sie nicht schon länger im Film sind. Es gibt Special Effects, also beim Film heißt das SFX und VFX, Visual Effects. Hier spricht man, weil Visual Effects in den 90ern noch nicht das große Thema waren, gab es schon, aber auch nicht das große von Special Effects. Das ist all das, was am Set passiert, wenn es brennt, wenn es explodiert, wenn ein Einschuss irgendwo ist, wenn irgendwas umkippt auch und in die Luft fliegt und so weiter. Das sind Special Effects. Bei jedem Actionfilm, aber auch beim klassischen Drama, wenn hinterher das Haus abbrennt oder irgendetwas, kommt das vor, ist auch ein Beruf der Special Effects Coordinator oder die Special Effects Firma. Ja, ich habe. Filter, vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen. Filter sind hier Filter gemeint, die vor die Kamera, vors Objektiv, denke ich, geschraubt werden, oder? Ja, genau. Also, das ist nicht, das ist halt zwischen, also vor das Objektiv, vor die Linse kommen halt Filter, die dann das Licht weicher machen. Zum Beispiel, ich habe dir eine Nachricht geschickt, Kai. Schau mal, ob du das lesen kannst. Aufs Handy. Genau. Ja, habe ich. Spezialeffekt, also die Filter, man sieht das zum Beispiel heutzutage, du kannst gar keine Filter mehr einsetzen bei dieser HD und Ultra HD Quality 4K und was weiß ich was. Du siehst jede Pore, du siehst jede Pore, jedes Haar, was nicht entfernt worden ist. Das muss eine Katastrophe sein für die Schauspielerinnen, Innen und Schauspieler und Innen. Und das ist echt hart. Und Filter benutzt man meistens, um Weichzeichner oder irgendwie etwas den Himmel abzudunkeln, zum Beispiel, dass du halt, wenn du draußen drehst, hast du halt einen Filter mit Verlauf und dann sieht das nicht so, knallt das nicht so durch, weil man ja auf Film aufnimmt, dann muss man ja das Licht genau gut dosieren und so. Und ja, Also und gibt's ja. heutzutage ist das alles ja gar nicht mehr notwendig, weil diese Filter werden alle nachträglich quasi, kann man auch nachträglich machen. Vor allem die, so wenn du irgendwelche Farben verschieben willst und sowas halt. Genau, es gibt ja auch Farbfilter und heute würde da wahrscheinlich stehen, wenn es eben nicht 95, sondern 2020, 21 oder wann auch immer geschrieben wird, dass es eben in der Postproduktion keine Veränderung geben darf durch Farbangleich und so weiter, Farbmischung und so weiter. Hast du die Nachricht gelesen? Nein, die Nachricht habe ich nicht gelesen, weil ich das Handy nicht hier habe. Okay, gut, dann lassen wir das. Dann würde ich mal eine Sache vorschlagen. Wir machen eine kurze Weil Pause. wir machen eine kurze Pause. Nein, wir zeigen erstmal das Fest, Ja? den Film, und dann machen wir eine kurze Pause. Weil ich muss meinen Kopf erstmal freikriegen und dann können wir Okay. weiter. Okay, Also, dann findest du es sinnvoll jetzt? wir gehen nochmal schnell durch. Und dann schauen wir uns das Fest an von Winterberg. Ja. Und dann machen wir eine kurze Pause. Okay, willst du die anderen 5 Punkte jetzt durchsprechen oder nicht? Ja, unbedingt, unbedingt. Dann machen wir weiter. Okay, dann gehen wir ganz schnell zu Punkt 6. Brauchen wir auch gar nicht viel sagen. Der Film
darf keine Waffengewalt oder Morde zeigen. Das machen wir gleich. Lass uns das wirklich trennen. 5 Punkte, Film und dann nochmal 5 Punkte. Okay, dann Film. zeigen wir jetzt den Film. Da gehe ich trotzdem erstmal kurz raus, weil ich es optimieren will. Und gebe Du den. hast ja auch gesehen, dass der Film zur Gänze auf YouTube ist, richtig? Der Film ist, wenn ich es gerade Oh, gesehen habe, zur Gänze auf YouTube. Wir reden jetzt von Das Fest von Thomas Winterberg. da könnte man sich das anschauen. Genau. Aber den Ausschnitt möchte ich trotzdem gerne zeigen. Das sind 3 Minuten Ja, und unbedingt, unbedingt. genau. Und das ist sozusagen, wie nennt man das? Den dramaturgischen, Der höchste Peak. der höchste Peak, der dramaturgische Höhepunkt. Also danach geht es noch weiter, aber das ist der Moment, der Wendepunkt. Okay. Wie bitte? Es ist Hummersuppe. Ja. Hummersuppe. Zum Ja. Wohl. Der älteste Sohn redet. Morten? Es ist kurz vor 7 Uhr. Ich möchte den ersten Toast ausbringen. Das ist ja meine Pflicht als ältester Sohn, nicht wahr, Helmut? Ja. Aber zuerst möchte ich etwas loswerden. Ich habe 2 Reden geschrieben, Vater. Eine ist grün, die andere gelb. Du kannst dir aussuchen, welche ich halten soll. Nimm die gelbe. Eine grün, eine gelb. Nimm die richtige. Ich würde gern die grüne hören. Die grüne ist eine interessante Wahl. Das bedeutet, es ist eine Art Wahrheitsrede. Sie hat eine Überschrift, die lautet: Wenn Papa badete. Seht ihr, ich war noch ganz klein, als wir hier auf dem Gut eingezogen sind. Und ich muss schon sagen, damals fingen ganz neue Zeiten für uns an. Wir hatten so viel Platz, wie wir ihn uns nur wünschten. Und wir stellten so viel an, wie wir nur konnten. Damals war der Raum, in dem wir jetzt sitzen, das Restaurant. Und ich weiß gar nicht mehr, wie oft meine Schwester Linda, die jetzt tot ist, und ich hier spielten. Ich weiß aber noch, dass sie häufig etwas ins Essen tat, ohne dass die Gäste etwas bemerkten. Und dann hockten wir in unserem Versteck und Linda fing immer an zu lachen. Sie hatte ein wunderbares Lachen. Es war herzlich und ansteckend. Und es dauerte nie lange, da saßen wir beide da und lachten uns kaputt und wir wurden entdeckt. Aber es passierte uns nie etwas, nein. Was sich als viel gefährlicher herausstellen sollte, war der Augenblick, wenn Papa baden wollte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Papa immer baden wollte. Wenn er das wollte, nahm er komischerweise Linda und mich mit in sein Büro, denn er hatte zunächst immer noch etwas zu erledigen. So war's. Dann verschloss er die Tür, zog die Rollos ganz runter, machte Licht an. Gemütlich sollte es ja sein. Er zog sein Hemd aus, seine Hose, und das mussten wir dann auch tun. Und dann legte er uns auf die grüne Couch, die jetzt erst vor kurzem weggeschmissen wurde, und vergewaltigte uns. Er missbrauchte uns. Er hatte Sex mit seinen lieben Kinderchen. Christian. Jetzt, vor ein paar Monaten, als meine Schwester starb, fiel es mir auf, dass Helga ein sehr reinlicher Mann war, so oft wie er badete. Und ich dachte, das will ich teilen mit dem Rest meiner Familie. Ja, Bäder im Sommer wie Winter, Frühjahr wie Herbst, morgens und abends. Und ich dachte, das sollten Sie doch eigentlich über meinen Vater wissen. Helge ist ein reinlicher Mann und wir haben uns ja heute hier versammelt, um Helges 60. Geburtstag zu feiern. Welch ein Kerl! Stellt euch vor, so ein langes Leben zu haben und zuzusehen dabei, wie die Kinder, in Michaels Fall auch die Enkelkinder, heranwachsen. Schluss jetzt. Ihr wollt mir ja nicht die ganze Nacht zuhören. Nein. Wir wollen Helge zum Geburtstag gratulieren. Seinem 60. Und das sollten wir dann jetzt auch tun. Darum vielen Dank für die vielen guten Jahre und herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja gar nichts in den Gläsern. Kriegen wir was zu trinken? Du durftest als Erster sprechen. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Ilse, du hast heute Geburtstag. Geburtstag hat Helge.
Was hat er gesagt? Helge. Er sagt, Helge hat heute Geburtstag, Opa. Helge. Das ist der Opa. Du hast Geburtstag und das ist gut so. Mit den Jahren bist du ja ein großer Junge geworden. Ein großer Junge, der eine Geschichte vertragen kann von den sieben Meeren. Und man muss eben sagen, Geburtstag des Vaters, der Sohn hält eine Rede und ja, und das hat mich damals im Kino auch total angefasst und umgehauen. Auch das Fest würde ich da für mich persönlich als Höhepunkt der Dogma-Filme sehen. Aber wir wollten jetzt eine kleine Pause machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, nee, wir haben ja diese ganzen Punkte von Dogma genannt. Ja. Jetzt in der Szene zum Beispiel sieht man ganz deutlich, da ist kaum Licht benutzt worden. Da ist die Kamera steht, da ist kein, ne, das ist alles so, du siehst der Vordergrund, wo der Schauspieler ist, ist genauso wie der Hintergrund ausgeleuchtet, da ist kaum Unterschied. Und da siehst du auch, so zum Beispiel normalerweise würde man jetzt den Typen, der hier aufsteht, da würde man Licht extra draufsetzen, damit man ihn gut sehen kann. Du siehst aber hinten, die ganze weiße Wand ist deutlicher zu sehen als er. Das wäre normalerweise gar nicht möglich. Das sind dann nur, also in unseren deutschen Filmen ist das so, dass alles ausgeleuchtet ist, ja? Ja. Grundsätzlich wäre das so, dass der Mann wäre eher im Vordergrund und der hintere Teil wäre eher nicht zu sehen. Genau, also das... man merkt schon, wenn man ihn guckt und wenn sich Leute erinnern, die den gesehen haben oder andere Dogma-Filme gesehen haben, dass das schon eine andere Wirkung hat. Fast eine Wirkung wie privates Video oft. Kai, mir fällt aber gerade auf, dass die Szene sehr unglücklich gewählt ist. Ah, ja, weil sie sehr statisch ist. Nicht deswegen, weil sie ist zu dramatisch. Ja, das ist dramatisch, deswegen hast du gar keinen Blick für irgendwie, oh, da wackelt die Kamera, oh, da ist kein Licht und so halt. Ja. Ja, also, ja, sorry, da haben wir keinen guten Ausstieg. Ja, aber sie ist trotzdem unwahrscheinlich intensiv. Okay, weißt du, da steht einer auf und sagt, ja, danke Vater, dass du mich vergewaltigt hast. Da bist du erstmal, das war ja aber genau so, was ich auch im Kino erlebt habe. Danach war alles Gewackel und nicht schlechtes Licht und schlechter Ton, war uninteressant. Da war nur noch die Geschichte im Vordergrund. So viel von mir. Gut, also eigentlich sind wir ja auch so gut wie durch. Ich weiß nicht, aber wir haben jetzt die letzten Punkte nicht angesprochen. Aber eigentlich sind wir auch mit den einzelnen Punkten durch zum Dogma. Vielleicht als allerletztes von mir, was hältst du davon, dass der Regisseur nicht im Vor- und im Ab- nicht im Vor, weder im Vor- noch im Abspann erwähnt werden darf? Da ist eine ganz große Leere in meinem Kopf. Und da zieht dann so ein Wind durch. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Vielleicht weiß das ja jemand hier. Ich kann mir, das ist wieder, ich, also was ich mir vorstellen könnte, wäre, guck mal, jetzt die Regisseure, also die Leute, die Dogma quasi diese Regeln aufgestellt haben, du sollst das nicht und jenes nicht, dann kamen die irgendwie so, ja, okay, dann lass uns doch auch unsere Namen nicht nennen, damit wir nicht so im Vordergrund stehen. Aber das ist genau gegenteilig gemeint. Ja. Der Regisseur will, hallo, hier bin ich, ja. Ich habe den Film gemacht, hallo. Und so, und das ärgert und wurmt die Regisseure, dass irgendein Schauspieler, ja, es hätte ja auch beliebig anderer Schauspieler sein können, dass der die ganze Aufmerksamkeit, es ist echt Hass, ja. Und ich glaube, dadurch, dass sie sagen, ah, wir werden unseren Namen nicht nennen, machen sie sich so nochmal in den Vordergrund, so, oh, wie mobil. Was ja auch passiert ja. ist. Also mein Fazit wäre, dass es hier eine, auf der einen Seite finde ich das sehr, sehr interessant, diese Reduktion und auch ein Manifest zu setzen, halte ich für sehr, sehr spannend.
Auf der anderen Seite ist es auch das schöne Wort, was ich gerne mal benutze, eine Nebelbombe, weil es natürlich, es gab den neorealistischen Film, es gab die Nouvelle Vague, wo bestimmte Dinge, die hier vorkommen, ja auch schon angewandt worden sind. Und hier haben sie es halt sehr weit getrieben und gesagt, nennt nicht meinen Namen. Trotzdem ist Thomas Winterberg damit bekannt geworden und Lars von Trier hat auch nochmal seinen richtigen Durchbruch gekriegt. Also es ist eine super Werbeaktion auch für mich gewesen. Nicht nur eine Reduktion und ein Manifest, sondern auch eine Werbeaktion. Nino hat es mich sehr fasziniert. Guck mal, das geht so nicht. Lass uns dann mal die anderen Punkte auch nochmal durchgehen, schneller. Das macht jetzt keinen Sinn. Also ich wäre frustriert, wenn ich nur 7 Punkte oder 6,5. Aber wir haben eigentlich schon mehr oder weniger alle angesprochen. Ja, aber wir müssen jetzt über die anderen Sachen auch noch schnell reden. Ja, wir können es gerne machen. Dann gehe ich mal ganz schnell. Zeitliche oder lokale Verfremdung ist verboten. Das heißt, der Film spielt hier und jetzt, also nicht etwa im Mittelalter oder in einer entfernten Zukunft oder in einem anderen als im Produktionsland, auf einem fremden Planeten, in einer fremden Dimension oder ähnliches. Man kann da auch gleich Punkt 8 dazu nehmen, weil das für mich sehr dazu fast der gleiche Punkt ist. Es darf sich um keinen Genrefilm handeln. Ja, dann erklär doch mal, was ein Genrefilm ist. Ja, also das ist, ich kann erklären, was das ist, bin aber durchaus ein Skeptiker, weil das sich sehr, sehr vermischt. Also ein klassisches Genre wäre der Krimi, der Western, der Horrorfilm, die Komödie und so weiter. Aber jeder Film hat Aspekte eines Genres mit drin oder die meisten Filme. Was meistens nicht als Genrefilm bezeichnet wird, ist das klassische Drama. Aber sobald es komödiantische Aspekte und eine Komödie ist, ist es ein Genre. Sobald es um Mord und Totschlag geht und ein Thriller ist oder ähnliches, ist es ein Genre. Nur das klassische Drama, also die Geschichte, die uns im täglichen Leben ist kein Genre. Natürlich ist auch ein Science-Fiction-Film ein Genre und so weiter. Und auch die Mischung daraus. Da bin ich aber ein großer Skeptiker, weil viele Science-Fiction-Filme, gerade die guten, natürlich auch Dramen sind, viele Thriller auch Liebesfilme sind und viele Dramen auch Komödien sind und so weiter. Das würde ich dazu sagen. Ja. Und das ist diese Verfremdung, woanders hinzugehen, was Film ja gerne macht, also ins Mittelalter oder in die Zukunft, an Orte, die woanders sind, in ein kleines Dorf in Asien oder in eine Großstadt wo auch immer in den USA, also als Filmemacher, wohin zu gehen? Nach Paderborn. Nach Paderborn zum Beispiel. Ich war noch nie in Paderborn, war ich doch in Paderborn. War ich schon mal. Wenn du hier bist, in Berlin bist, kannst du nicht nach Paderborn gehen und da drehen. Hier in Berlin und in Paderborn. Dann könntest du nicht mehr das Zertifikat kriegen. Genau. Ich dürfte nicht nach Paderborn gehen, auch wenn ich vielleicht in meiner Geschichte eine Kleinstadt im Westen Deutschlands erzählen möchte. Dass man das nicht falsch versteht, das sind ja die 10 Gebote. Ja. Das sind 4 Leute, die haben sich das ausgedacht und haben dann unterschrieben. Und sie haben sind dann später halt sehr geehrt worden und sind ja alles, also die 2 auf jeden Fall, sind ja renommierte weltweit. Sehr renommierte. Ja, da kam auf jeden Fall renommiertesten dänischen Regisseure. Es waren alle 4 Dänen, das war mir gar nicht bewusst. Also es ist eine rein dänische Geschichte. 7 und 8 sind jetzt abgeklärt, ne? Was ist mit 9? Wie stehst du dazu? Da musst du ja gerade, also man muss das vielleicht kurz erklären, 35 mm, das klassische Filmformat und das Academy-Format ist, worin senden wir denn eigentlich mit unserem Breitbandformat? Das ist das klassische Kinoformat, wie Filme früher. 54 Bits die Sekunde, irgendwie sowas. Ja, und auch das Format, also eben nicht Lawrence von Arabien, den Kaya ja so schätzt, das Breitbandformat oder neu, worüber wir ja auch, ich glaube, noch nicht bei Filmtalks gesprochen haben, das wäre mal auch mal interessant, das Hochkantformat oder ähnliche Experimente, nur das klassische Filmformat, wie es im Kino ist, wie der früher Verfilmer jetzt, sag ich mal, das ist nicht ganz, aber wie, wenn man sich so grob orientiert hat, wie früher der Fernseher war. Der hatte nämlich auch dieses Akademie. Also für mich ist Punkt 9 eine Ehrung des 35. Des klassischen Films. Weil
Die Regisseure brennen darauf. Früher wird ja viel digital gedreht und so, aber das war die High Class. Wenn du 35 mm gedreht hast, dann hast du es geschafft. Ja, so eine 10-minütige 35 mm Rolle durchzujagen, das hieß, du hast es geschafft. Ja, also und also ist eine Ehrung des Formats, würde ich sagen. Ja, das ist auch richtig, des klassischen Kinos, aber David Lean und Lawrence von Arabien oder ähnliche Filme sind im Breitband, sind in 70 mm gedreht und es gibt immer... Nein, ich nehme auch. Was? Was? Conny, komm, sag mal hallo. Wer ist denn da? Conny! Oh, da muss ich nochmal groß machen hier. Hallo! Hi, Schatz. Hallo, Conny, was bringst du da Schönes mit? Heute mit Conny. Ja. Okay, aber ich denke, jetzt haben wir wirklich alle Punkte durch und das waren noch kleine Ergänzungen und wir haben das Beispiel gesehen und es ist schon interessant, dass Reduktion so viel dann loslösen kann. Also auch die Einschränkung, man kann das ja auch bei sich im eigenen Leben machen, wenn man bestimmte Dinge sagt, die mache ich jetzt nicht mehr, was passiert dann? Und ich sage es ja, ich kann es in meine Malerei übersetzen, man kann es auch in die Literatur oder ins Theater übersetzen, man kann das überall übersetzen. Wenn man bestimmte Sachen sagt, die mache ich jetzt nicht, diese Möglichkeiten nutze ich nicht, welche anderen Möglichkeiten entstehen dann? Das finde ich sehr, sehr spannend. Allerdings sehe ich das hier auch sehr, sehr stark als augenzwinkernde Werbeaktion. Absolut, absolut. Ich glaube, Captain, das war jetzt genug. Wir haben genug gesagt. Ja, ja. 50. Minute fast. Kannst du nochmal den schönen Abspann zuspielen? Dann brauche ich den nicht dahinter schneiden. Na logisch, dann gib mal deinen Bildschirm frei. Warte mal, du müsstest den noch freigeben. Kannst du es? Ja. Dann sage ich mal Action. Run. Super. Und ciao, Kai. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.